Dave von Watch David, hi! Heute gibt's wieder was aus Frankreich. Und zwar gibt's da 150 Stück von dieser Uhr im Jahr 2023. Die Rede ist von diesem tollen Schmuckstück. Guckt euch doch mal bitte dieses Grün an. Alle Details, weitere Infos, Unboxing und mehr gleich nach einem kurzen Intro. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe wohl wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar aus dem Hause Charlie Paris. Guckt euch doch bitte diese Schnittchen mal an. Concordia am Stahl und in Grün. Am Mittwoch veröffentlicht. Und es gibt nur 150 Stück dieses Jahr. Und die Nachfrage ist ziemlich groß. Denn in Frankreich ist Charlie Paris wirklich eine echte Größe. Und mittlerweile sehen alle europäischen Länder auch über die Grenze und gucken sich diese Uhren an und sagen, boah, wow, echt tolles Design, tolle Uhren. Und ja, ihr seht es ja hier auch schon. Was als erstes auffällt, ist die sehr schmale Lünette, was ich ziemlich cool finde, denn die Uhr hat 40 mm Durchmesser, aber sie wirkt viel größer, wie ich finde. Und auch die markante Krone, das gucken wir uns gleich nochmal von oben genauer an. Eine echt tolle Uhr. Die Farbe ist wirklich super schön, auch mit dem Gold, gefällt mir richtig gut. Und das gibt's gleich dann von oben zu sehen. Dann gehen wir genau rein, wie das Uhrwerk aussieht, alle Spezifikationen etc. Und jetzt mache ich es aber nochmal an den Arm von vorne, damit ihr das auch noch gesehen habt. So, ihr seht ja, die Uhr ist von vorne am Arm. 40 mm Durchmesser, wie gesagt, aber schaut euch diese schmale Lünette an. Das ist wirklich echt stark und dieses Grün macht mich richtig an. Mir gerade auch wieder ein paar neue grüne Klamotten gekauft. Bin ja eigentlich so ein Blau-Fan, aber so dunkelgrün, das macht mich schon an. Und das mit dem Gold ist schon sehr, sehr edel. Passt auch perfekt zu Braun. Also ja, die Concordia-Modelle gibt es in verschiedenen Farbvarianten. Ich zeige euch jetzt mal hier kurz die Seite. Da könnt ihr dann durchscrollen und vielleicht ist da eine andere Farbe dabei. Die Uhr gibt es auch als Quarzversion, wenn ich unbedingt eine Automatik haben möchte. Aber auf jeden Fall ist die Uhr wirklich echt toll. Gefällt mir richtig gut. Und das Logo mit dem Charlie Paris, also Charlie Paris, finde ich auch sehr gut gelungen. Für alle Paris-Fans ist diese Uhr auf jeden Fall ein absolutes Must-Have. Schön am Stahl, schön mit Faltschließe und Sicherheitsverschluss. Eine echt tolle Uhr, ein echt toller Diver. Die Uhr kommt auf jeden Fall in mein nächstes Best-of-Taucheruhren-Video. So viel sei verraten. Aber da die Uhr jetzt rausgekommen ist, wollte ich sie euch jetzt auf jeden Fall vorstellen, bevor alle weg sind. So, jetzt sind wir mal kurz auf der Internetseite von Charlie Paris. Ist alles schön übersichtlich sortiert. Concordia, über die Uhr haben wir ja gesprochen, beziehungsweise sprechen wir. Herrenuhren, Automatikuhren etc. pp. Also es gibt wirklich sehr, sehr schöne Uhren. Wer eine Beziehung zu Paris hat, sollte hier auf jeden Fall reinschauen. Auch die Damen, die werden hier sicherlich ihre Uhr finden. Ganz toll, tolle Geschichte. Tolle Ideen, gefällt mir sehr gut. So, und was ich euch jetzt noch zeigen wollte, waren die Concordia-Modelle. Da klicke ich jetzt mal drauf. Concordia, für Abenteurer gemacht, so wie wir ja sind. Ne? Wir sind ja alles Abenteurer. Genau, so, hier seht ihr die verschiedenen Farbvarianten, die beiden grünen. Dann gibt es die noch in schönen Blau. Schwarz, braun, sehr cool, ne? So, hier, das wollte ich euch jetzt nochmal zeigen. Schön am braunen Band. Finde ich sie auch sehr, sehr cool. Hier, sieht toll aus, ne? Das ist auch sehr, sehr harmonisch. Auch schön mit den Nähten hier, dass ich das hier wiederfinde, die Farben. Das gefällt mir richtig gut. Es ist kein Gold natürlich, aber hier in dem Lumen findet sich das wieder. Ja, sieht toll aus, ne? Sehr, sehr cool, muss ich wirklich sagen. Gefällt mir richtig gut. Ja, schon fast besser als am Stahl, aber das ist ja wie immer Geschmackssache. Wahrscheinlich muss man beides liegen haben. Durch das Schnellwechselsystem, was die Uhr hat, kann man ja ruckzuck sich das Band tauschen.
Genau, das hatten wir gerade gesehen. Hier auch noch mal im Detail. Schön das Zifferblatt. Ja, sieht schon toll aus, ne? Ja, richtig schön. Ja, das wollte ich euch noch mal gezeigt haben, damit ihr auch seht, was es da für andere Farbvarianten gibt und wie die grüne Uhr am braunen Lederband aussieht. Und hier seht ihr jetzt noch mal die verschiedensten anderen Bänder mit grün, hellbraun, auch nicht schlecht. Nylon in beige, okay. Ja, also für mich ist das die beste Farbe, das dunkelbraun tatsächlich. Ja, also. So, jetzt sehen wir hier nochmal das Uhrwerk von vorne. Das gucken wir uns dann gleich auch nochmal von oben an. Schöne Uhr. Und auch hier die Krone, ne? Ah, toll. Ist mal wieder was anderes. Denn so eine schmale Lünette hatte ich jetzt so auch noch nicht in der Hand. Und ich hatte schon viele Taucher ohne in der Hand. Aber so schmal dann auch wiederum nicht. Und das Gute, wir haben hier 300 Meter Wasserdichtigkeit. Das finde ich auch sehr gut. Und wir haben hier auch einen schönen Schnellverschluss. Zack, zack. Kann man an beiden Seiten hier zusammendrücken und schon ist das Band gewechselt. Es ist wie immer alles unten verlinkt in der Beschreibung. Dort kommt ihr direkt zu der Seite von Charlie Paris. Und jetzt gucken wir uns erstmal das Unboxing an und dann gehen wir nochmal alle Details durch, was die Uhr eigentlich kann. Kommen wir zum Unboxing. Hier sehen wir eine schöne, ach, das Papier ist schön, also es gefällt mir. Schön mit Struktur hier mit den goldenen Buchstaben. Sehr schön. Dankeskarte, dass man die Uhr gekauft hat. Sowas gefällt mir immer sehr gut. Dann hier die Beschreibung, auch ganz, ganz tolles Papier, sehr edel. Fasst sich richtig toll an. Steht alles drin, was das Herz begehrt. Dann die Garantiekarte, finde ich auch sehr schön. Januar 2023, das ist die Verpackung. Gefällt mir auch richtig gut, auch schöne Struktur, schöne Farben. Ja, sehr, sehr schön. Hier sehen wir die Adresse. Hier stehen auch noch mal Infos drauf. Sehr, sehr schön. Das ist praktisch der Schober. So, und hier sehen wir jetzt die eigentliche Verpackung. Habe ich so vorher auch noch nicht gesehen. Den Mechanismus, wie sie aufgeht. Und zwar klappe ich hier vorne das auf und dann kann ich den Deckel aufklappen. Und da ist richtig klack, hört ihr das? Geht richtig zurück, also ist richtig fest. Und schon sehen wir die Uhr. Und hier oben steht nochmal Charlie Paris. Ja, sehr toll. Das finde ich immer faszinierend, dass es dann doch immer wieder was zu entdecken gibt. Die kürzen auch gleich auf die richtige Größe, wenn man es angibt. Auch schön, wie der Sekundenzeiger läuft, ne? Mit dem Datum da unten auf 6 Uhr. Die Schriftzüge, Logo, die goldenen Zeiger. Da sind wir richtig dicht dran. Ja, das Grün ist wirklich phänomenal, muss ich euch sagen. Sehr, sehr schöne Uhr. Und so sieht sie am Arm aus. Von oben gesehen. Also je länger ich sie trage, umso mehr verliebe ich mich in die Uhr. Gerade diese, die feine Lünette hier, ne? Die auch wirklich super sauber einrastet. Hört ihr? Klappt wirklich super. Ja, es gefällt mir sehr gut, also 40 mm, wie gesagt, und sie wirken dann doch ein bisschen größer, das finde ich sehr gut, aber sie liegt halt super an. Wir haben Lack-to-Lack 47,5 mm und sie passt wirklich sehr harmonisch an meinen 17 cm Arm. Sehr schön. Was sagt ihr denn? So, was haben wir noch? Hier sehen wir die Krone, die finde ich auch richtig geil. Mit diesem grünen Strich da drin. Guckt auch schön weit raus. Kein Kronenschutz. Aber es ist auch mehr eine Toolwatch. Wie Charlie Paris sie selber nennt. Wie gesagt, die Krone ist auch verschraubt. Das Glas ist Saphirglas und hier leicht gewölbt. Leuchtende Indizes und Zeiger aus Superluminova. Sieht auch stark aus. Und das Saphirglas ist
entspiegelt und 3 mm dick. Und eine Wasserdichtigkeit von 300 Metern haben wir hier. Die Krone ist auch verschraubt, 30 ATM mit eluxiertem Aluminiumeinsatz. Die Bandbreite ist 20 mm und wir haben 24 Monate Garantie. Die Höhe haben wir 12,5 und wir haben ein poliertes und gebürstetes Gehäuse. Hier schön matt und hier an der Seite schön poliert. Amagnetische Abschirmung nach ISO 764 haben wir hier auch. Das finde ich schon sehr ordentlich. So, hier sehen wir jetzt das Schweizer Mechanikwerk mit automatischem Aufzug. Kaliber P024, wie Charlie Paris es selber nennt. 25 Rubine, 28.800 Halbschwingungen pro Stunde und eine Gangreserve von 38 Stunden. Bin gespannt, wie sie euch gefällt. Und schaut euch auf jeden Fall die ganzen Farbvarianten an. Es lohnt sich, Leute. Die Uhr wird übrigens komplett in Frankreich designt, entworfen und zusammengebaut. Das perfekte Gleichgewicht zwischen Stärke, Raffinesse, Dynamik und Ausgeglichenheit. So schreibt es Charlie Paris. Dann haben wir ja noch das Schnellwechselbandsystem. Ich mache mal eins ab. Dann könnt ihr das besser sehen. Hier. Ich packe jetzt einfach diese zwei Pinöppels hier. Und schon habe ich es ab. Ganz easy, ganz einfach. Und jetzt muss ich praktisch hier nur diese zwei Pinöppels hier wieder zusammendrücken. Da und da. Und dann ist es wieder drin. Gibt auch super schöne Lederbänder und alles. Man kann die Uhr richtig perfekt zu seinem Style zusammen konfigurieren. Eine ganz, ganz tolle Uhr, oder? Kanntet ihr die Firma schon? Ich habe sie jetzt seit 2 Jahren auf dem Schirm. Finde die Uhren wirklich sehr, sehr schön, weil sie so als ja Dresswatch schon rüberkommen. Und ich habe hier trotzdem einen Diver am Arm, der wirklich sehr schick daherkommt mit 300 Meter Wassertiefe. Das ist schon wirklich sehr schön. Schön auch mit dem Logo Charlie Paris. Und ich habe auch eine ziemliche enge Beziehung zu Paris. Deswegen macht mich die Uhr umso mehr an. Auch das Grün, gerade auch zur braunen Lederjacke und so, kommt die richtig, richtig super. Also schaut euch alle Farbvarianten im Shop an. Bin mir sicher, ihr werdet dort eure Uhr finden. Links wie immer alle unten in der Beschreibung. Schön, dass ihr hier seid. Freue mich auf euren Kommentar. Lasst gerne ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video. Ne? Macht's gut. Ciao.